lassen. Ich bin bewaffnet. Es kann losgehen. Hallo zusammen und willkommen zu einem etwas anderen Video. Wir unterbrechen heute die Vorstellungsreihe einmal ein bisschen, denn ich freue mich seit Wochen darauf, diese Päckchen auszupacken. Ich habe dieses eine hier und noch ein zweites hier vorne liegen und ich freue mich einfach so unglaublich darauf, ich kann jetzt nicht mehr warten, ihr müsst es jetzt mit mir auspacken. Und zwar habt ihr in den letzten Videos noch nicht so ausführlich gesehen, aber ich liebe Kuschelsachen für meine Meerschweinchen. Meine Meerschweinchen haben Hängematten, sie haben Kuscheltunnel, sie haben alles Mögliche und sie lieben es einfach, da drin zu kuscheln, da drin zu schlafen, da wird sich um die Plätze gestritten. Ich finde das einfach ganz, ganz klasse. Die meisten Sachen, die ich habe und auch das erste Päckchen, was jetzt hier ist, habe ich bei The Cozy Hut bestellt. Ich werde euch das in der Infobox unten verlinken, damit ihr da einmal vorbeischaut. Ich liebe die Sachen, ich bin da absolut überzeugt von und schaut doch da gerne einmal vorbei. Aber jetzt freue ich mich, dass es endlich losgehen kann. Ich bin bewaffnet, es kann losgehen. Wir schauen einmal, was hier drin ist und ob ich es auch vernünftig aufkriege. 2000 Jahre später. Oh, ich sehe schon den Stoff. Den Stoff etc. kann man sich immer selber aussuchen. Das heißt, die Sachen, die ich jetzt hier auspacke, sind auch von mir so ausgesucht worden vom Stoff her. Jawohl. Das sind die ersten beiden Teile. Die ersten beiden Teile sind ein Kuschelbettchen in diesem, ich hoffe, ihr könnt es gut sehen, in diesem Waldstoff. Ich finde den total süß mit dem Waschbären und der Eule und so drauf. Einfach klasse. Das ist ein kleines Bettchen für die Schweinchen. Und das zweite ist, wie ich eben schon sagte, was sie schon haben, ein Kuscheltunnel. Es ist einfach super flauschig. Es gibt noch ein drittes Teil aus dieser Reihe. Das kommt erst im anderen Päckchen, lustigerweise. Aber das hier ist noch ein Pad für unten drunter, damit das Ganze ein bisschen farblich passt. Frauen sind da ja immer ein bisschen anstrengend, ne? Bei uns muss farblich immer alles passen. Entsprechend gibt es die Sachen zusammen. Dann schnappen wir uns jetzt einmal das zweite Päckchen dazu. Das ist dieses hier. Das Ganze war nämlich eine Nachlieferung. Ein Teil der Sachen war sofort bestellbar, dann bekommt man die innerhalb ein paar Werktagen und ein Teil der Sachen habe ich fertigen lassen, dann dauert das leider ein paar Wochen, bis die fertig sind. Aber es warten lohnt sich. Teil Nummer 13 kuscheln für die Schweinis, oh, ich freue mich jetzt schon so, ist eine Kuschelpyramide. Ist die nicht cool? Schaut mal, für die Schweinchen eine Kuschelpyramide. Das Ganze ist quasi ein Set, was ich jetzt hier ausgepackt habe. Diese Teile. Und ich freue mich einfach total. Ich bin total happy und wir werden das jetzt gleich zusammen einmal in den Freilauf bauen und dann einmal schauen, was die Schweinchen davon sagen. Angerichtet. Dann schauen wir mal, wer sich zuerst traut. Alizé scheint die erste zu sein. Die ist nämlich hier schon aus der Ecke gesprungen gekommen quasi. Interessiert sich aber eher nur fürs Futter. Da kommt der kleine Schnuffi hinterher. Sind alle noch so ein bisschen skeptisch.
So, spannend wird es immer, wenn das Futter knapp wird. Die Alizée und Flocke haben hier jetzt gleich eine kleine, sehr süße Auseinandersetzung. Mit diesen Szenen vom Abendessen möchten wir uns allerdings jetzt von euch verabschieden. Es geht nächste Woche mit den Vorstellungsvideos weiter, denn alle, die uns verfolgt haben, sollten gemerkt haben, dass hier noch drei Schweinchen zu sehen sind, die sie noch nicht kennen. Das wird sich in der nächsten Woche ändern. Wir bedanken uns erstmal mit diesen Szenen noch fürs Zuschauen und wünschen euch eine gute Woche. Bis dann!